Ja, wir haben schon gesehen auf der Einstiegsfolie, unser Thema jetzt ist Multiplexing. Und als erstes stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich Multiplexing? Und das Schaubild, was wir jetzt hier gerade sehen, stellt das eigentlich ganz schön dar. Ja, da gehen letztlich, wenn man so will, 4 Kanäle auf einen Kanal. Und das bedeutet ja, wir reduzieren ein wenig die Physik, nämlich von 4 auf 1. Und wie kann sowas eigentlich funktionieren? Wie können wir das bei den Netzwerken berücksichtigen? Genau, weil wir haben letzten Endes ja nur für alle Kommunikationspartner ein Medium, in der Regel ein Kabel, auch wenn es mehrere sind, aber über dieses eine Kabel müssen natürlich mehrere Daten laufen. Und da kann es natürlich schon zu Problemen kommen. Wir sehen das jetzt hier in diesem Schaubild oben. Wir haben auf der linken Seite 3 Kommunikationsteilnehmer, auf der rechten Seite 3. Und die wollen jetzt irgendwie miteinander sprechen. Und wir sehen aber schon, dass eigentlich nur ein Kommunikationspärchen das wirklich kann. Denn während diese beiden miteinander kommunizieren, ist die Leitung exklusiv für diese eigentlich belegt. Soll heißen, die anderen haben zu dem Zeitpunkt erstmal Sendepause. Ja, und nun könnte es gewisse Mechanismen geben oder auch Protokolle, die sorgen dafür, dass ein Verfahren entsteht, nämlich ein Multiplex-Verfahren, sodass alle mit allen vernünftig über diesen einen physikalischen Kanal kommunizieren können. Und das braucht natürlich ein wenig Logik. Genau, wir sehen schon, oben haben wir links und rechts jeweils einen sogenannten Verzweiger. Und das ändert sich dann unten in dem Schaubild. Da haben wir nämlich dann einen Multiplexer und einen Demultiplexer, die also dafür sorgen, dass mehrere Datenströme auf quasi virtuellen Kanälen auf einem und demselben Medium gleichzeitig übertragen werden können. Und wenn wir jetzt vom Multiplexing sprechen, dann gibt es nicht nur das eine Multiplex-Verfahren, sondern es gibt dort mehrere und genau die schauen wir uns jetzt mal in diesem Schaubild an. Wir haben auf der linken Seite das sogenannte Frequenzmultiplexing. Da geht es also darum, dass unsere Signale in unterschiedlichen Frequenzen auf unser Medium aufgespielt werden. Und wenn wir schon von Frequenzen dort sprechen, kann man schon davon ausgehen, das Medium, was dort zum Einsatz kommt, ist eben Kupfer. Ja, dann gibt es als nächstes, und das sehen wir gleich rechts daneben, das Wellenlängen-Multiplexing. Und wenn wir schon bei Medien sind, passt das auch sehr gut. Hier verwenden wir also den Lichtwellenleiter. Genau, und das dritte Medium, was wir klassischerweise in Netzwerken finden, die Luft- oder Funkverbindungen, da kommt eben das sogenannte Code-Multiplexing zum Einsatz. Das beschäftigt uns an dieser Stelle erstmal weniger, sondern wir konzentrieren uns vielmehr noch daneben links auf das sogenannte Zeit-Multiplexing. Und da sehen wir schon in diesem Schaubild, es gibt da nochmal 2 Unterteilungen in das synchrone und in das asynchrone Zeitmultiplexing. Auch da steigen wir gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Zunächst aber mal das Frequenzmultiplexing, also Multiplexing auf Kupferleitung. Ja, hier besteht die Logik letztlich darin, dass wir ein breites Frequenzband unterteilen in logische Kanäle, also logische Kanäle in diesem breiten Frequenzband adressieren und damit sozusagen simultan verschiedene Kanäle in Form von unterschiedlichen Frequenzbändern realisieren. Genau, das bedeutet aber natürlich auch, dass jeder dieser logischen Kanäle nur eben einen Teil der kompletten Bandbreite nutzen kann. Dafür können sie aber eben natürlich parallel übertragen werden. Die andere Variante, die wir gerade schon angesprochen haben, das Zeitmultiplexing, sehen wir in diesem Schaubild. Da haben wir die Aufteilung eben nicht in vertikale Slots quasi, sondern in diesem Fall nicht wie eben in horizontal, sondern jetzt hier eben in vertikale Slots. Und da sehen wir schon die Zeit, also von links nach rechts und unsere Bandbreite wieder von oben nach unten. Und wir sehen dort, wir haben 3 Kommunikationspartner und jeder dieser Partner bekommt eben immer abwechselnd einen Slot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wie wir es hier sehen. Hat natürlich den Vorteil, dass wir zu der Zeit, die wir gerade das Medium nutzen können, eben auch wirklich die volle Bandbreite dort nutzen können. Ja, und nun sind wir bei einem Thema, bei dem Zeitmultiplex. Da wollen wir nochmal eine Unterscheidung uns genauer angucken. Nämlich, Sie sehen das hier, das synchrone und das asynchrone Zeitmultiplex. Stellen Sie sich vor, Sie haben bei einem synchronen Zeitmultiplex immer abwechselnd sozusagen die Abfrage der einzelnen Kommunikationspartner. Also wir haben hier den Partner A und B. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass einer der Partner während des Zeitfensters, was wir betrachten, nichts zu senden hat, dann entstehen natürlich in dem Bitstrom oder in diesem Fluss automatisch Lücken. So, und Lücken heißt immer, ich habe irgendwo Verlust. Genau, also wir sehen hier schon, A hat offensichtlich nicht so viel zu senden wie B. Wir haben dort Zeitslots, in denen eben nichts übertragen wird. Und das möchte man natürlich vermeiden. Das geht aber nicht, wenn wir wie hier in dem oberen Beispiel eben eine feste Einteilung unserer Zeitslots haben. Denn dann
ist eben jeder einmal abwechselnd dran und auch wenn er nichts zu senden hat, würde diese Zeit dann eben verstreichen. Ja, und wenn wir jetzt ein geschickteres Verfahren ansetzen, dann nehmen wir das asynchrone Zeitmultiplexing. Da geht es letztlich auch darum, zu pollen oder abzufragen, wer hat denn jetzt wie viel zu senden und derjenige bekommt dann auch die entsprechenden Zeitslots eingeräumt. Natürlich muss das nach einem fairen Verfahren letztlich auch beide oder alle Kommunikationspartner berücksichtigen. Genau, wir sehen dort schon, B hat jetzt mehr zu senden, wäre eigentlich gar nicht dran, da A aber nicht zu senden hat, kann diese Zeit eben dafür genutzt werden, dass B seine Pakete abarbeiten kann. Soll heißen, wir haben an der Stelle eben eine flexible Einteilung der Zeitslots und damit eine deutlich wirtschaftlichere Nutzung.